Jetzt vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, zur beschleunigten Entwicklung von Impfstoffen. Viele fragen ja, wieso ging das denn jetzt so schnell und ist das überhaupt sicher? Ist das wirklich genauso qualitätskontrolliert wie sonst, obwohl es jetzt so schnell ging? Und da muss man sagen, klar, ja. Die regulatorischen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sind genau die gleichen wie bei längeren Impfstoffentwicklungen. Aber was hat man da geschafft? Und das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung, die die Menschheit hier irgendwie hingekriegt hat. Man hat sich überlegt, wie kann man denn so einen Impfstoff auch möglichst schnell designen? Und da kam einem sehr entgegen, dass es ja schon 2003 ein SARS-Virus gab und dann 2009 das MERS-Coronavirus gab und viele Labors schon an Impfstoffentwicklungen geforscht hatten. Und diese Coronaviren sind alle sehr ähnlich. Das heißt, alles, was man gelernt hatte seit 2003, konnte man jetzt direkt auf dieses neue Coronavirus anwenden. Und das Design dieses Impfstoffs, das ich Ihnen am Anfang beschrieben hatte, ist sozusagen das optimierte Design aus den 15 Jahren Forschung, die man da getroffen hatte. Und man hat entsprechend einfach die neue Sequenz eingesetzt, aber das restliche Design genau gleich gelassen. Das heißt, was man sich gespart hat, sind schon mal die ersten 2 bis 4 Jahre an präklinischer Entwicklung, die man normalerweise braucht, bis man erstmal weiß, genau wie macht man das. Dann hatte man den Vorteil bei der RNA, dass die RNA ein synthetischer Stoff ist. Das heißt, die konnte man chemisch direkt anfangen zu synthetisieren. Die Aufreinigung, so eine chemische Synthese, ist ja was, was sehr sauber ist. Das sind sie auch von allen Tabletten, die man so nimmt. Und das heißt, man konnte auch sehr schnell mit erst den Toxikologiestudien, die werden typischerweise in Ratten gemacht, anfangen und darauf basierend dann auch die klinischen Studienprotokolle einreichen. Die wurden geprüft und genehmigt. Und dann hat man statt eine Phase zu machen, zu beenden, ein neues Protokoll zu machen, die zweite Phase zu beenden, ein neues Protokoll zu schreiben und immer wieder die regulatorische Prüfung zwischendrin zu machen, hat man was gemacht, das man inzwischen sehr oft macht in der Arzneimittelentwicklung. Man macht sozusagen kombinierte Studien, Phase 1, Phase 2. Man reicht also ein Studienprotokoll am Anfang ein und dieses Studienprotokoll sagt, okay, wir machen eine Dosissteigerung und wenn die Dosis sicher ist bei 20 Individuen, dann dürft ihr expandieren und dürft 500 machen und bei denen dürft ihr dann alle Antikörper messen und T-Zellen und alles, was ihr wissen müsst, um den Schritt weiterzugehen und natürlich die Sicherheit euch anzuschauen und den Schritt weiterzugehen dann in eine Zulassungsstudie. Das hat man gemacht. Dann war diese Phase-2-Studie abgeschlossen und man ist in die Phase-3-Studie gegangen, in der dann die Sicherheit nochmal in einer großen Zahl Personen überprüft wird und auch die Wirksamkeit. Das waren diese Daten, die ich Ihnen gezeigt habe. Denn die Wirksamkeit kann ich natürlich nur überprüfen, wenn ich irgendwo auch ein Infektionsgeschehen habe. Dann kam einem in dem Fall entgegen, dass ja doch in vielen Teilen der Welt auch über den Sommer weg ein erhebliches Infektionsgeschehen war, unter anderem in den USA, sodass man auch dort in vielen Studienzentren parallel diese große Zahl Menschen in Studien einschließen konnte. Und dadurch ging diese Phase 3 doch relativ schnell über die Bühne. Die muss halt einfach so lang laufen, bis man die entsprechende Anzahl, die man vorher statistisch festgelegt hat, an Infizierten hatte. Das waren also 170 für diese Phase 3-Studie. Und wenn die dann erreicht ist, dann kann man statistisch auswerten, kann sagen, es wirkt oder es wirkt nicht. Und da kamen diese 95% mit einer hohen statistischen Signifikanz raus. Was man dann noch gemacht hat, ist, man ist in ein Produktionsrisiko gegangen. Im Normalfall würde man diese Phase 3 abschließen, dann würde man die Zulassung beantragen und dann würde man die Produktion hochfahren und auf den Markt gehen. In dem Fall hat man gesagt, na gut, von denen, die jetzt vielversprechend aussehen und in Phase 3 Studien sind, da hätten wir doch gerne den Impfstoff dann auch möglichst bald verfügbar und man ist in ein Produktionsrisiko gegangen. Das ist aber kein Sicherheitsrisiko, sondern das ist ein rein finanzielles Risiko von ja doch immerhin 150 bis 200 Millionen Euro, die man da aufgenommen hat, auf sich genommen hat. Das haben die Staaten getragen. Das haben also die amerikanische Regierung, auch die EU, die britische Regierung, die deutsche Regierung. Jeder hat da dazu beigetragen, dieses Risiko eben mitzutragen und mit abzufedern. Und wenn der Impfstoff jetzt nicht funktioniert hätte,
dann wäre sozusagen das Geld verloren gewesen. In dem Fall, in dem jetzt funktioniert, kriegen halt die Staaten dann aus entweder den Impfstoff im Gegenwert zurück oder wenn er verkauft wurde, dann halt ihr Geld wieder zurück. Und dann hat man noch etwas gemacht, um das zu beschleunigen. Also das ist schon mal eine erhebliche Beschleunigung, dass man jetzt dann, wenn die Zulassung kommt, auch direkt anfangen kann zu impfen. Und dann hat man noch etwas gemacht. Man hat nicht gewartet, bis man diese 44.000 Menschen fertig geimpft hatte und dann alle 44.000 Unterlagen den regulatorischen Behörden gegeben zum Durchschauen, sondern man hat schon während die Phase 3-Studie lief mit den regulatorischen Behörden vereinbart, dass man ihnen jeweils alle paar tausend Impflinge die Unterlagen geben kann. Und die haben die dann schon vorgeprüft, sodass jetzt natürlich die Endprüfung deutlich schneller geht, weil die schon ihre Systeme etabliert haben, wie man die also prüfen kann und auch viele der Unterlagen einfach schon durchgesehen waren so über die Zeit. Da kam dann noch rein, dass die Behörden gesagt haben, ja, okay, das ist ja schön und gut, was ihr macht, aber wir möchten gerne mindestens 2 Monate Beobachtungszeit der Impflinge haben, um da sicher zu sein. In der Zeit, nach etwa 3 Tagen, ist die RNA wieder abgebaut. Wir wollen da einfach eine Nachbeobachtungszeit haben. Das heißt, das musste man noch erfüllen, aber diese im Durchschnitt 2 Monate sind inzwischen auch erfüllt. Und so, dass jetzt tatsächlich die Zulassung eben ansteht, beziehungsweise, ich hatte das am Anfang gesagt, in Amerika und Großbritannien solche Notfallzulassungen schon erteilt wurden.